Die Mission müssten wir jetzt mal endlich abschließen, gell? Ist für Level 26. Wir sind Level 32. Das kann ja nur ein absolutes Gemetzel werden. Ich werde die angucken. Und die so. Tot. Das muss so sein. Verstehst du das? Du Jakob. Eridium. Nee. Aber Sniper-Muni. Ah, das Snipen, gell? Das macht so viel Spaß. Hä? Wo sind meine? Hier. Oh ja, yeah. Sniper-Muni ohne Ende. Ich renne jetzt hier mal kurz durch. Weil ich auf die Gegner jetzt hier keinen Bock habe. Bring ja eh keine Erfahrung. Wir schließen die Mission jetzt mal schnell ab. Ah ja, schießt nur mit eurem Platzpatronen. Was wollten ihr mir abziehen? Falls ihr denkt, ich hätte diese Stadt nur wegen meiner Beziehungen und meiner schönen Augen gekriegt. Tja, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja, ich werde dich finden. Echt? Bist du die Alte vom Jack? Das wird nur noch mehr Spaß machen, dich zu lynchen. In Lynchwood. Na, das will ich aber sehen, mein Freund. Ah, der war verzogen, wie Sau. Der nicht. Ihr seid schon so richtige Helden, gell? Ihr seid so richtige Helden. Seh dich. Durch. Ah. Mahlzeit. Ach du Scheißwanst. Wir sind hier Gott. Wir sind Angel 2.0. Ja, so habe ich meine... So habe ich die Maya genannt, die Sirene, die ich jetzt hier, wie gesagt, offline... Also, ohne Aufnahmespiel, habe ich Angel 2.0 genannt. Erstens, als Rache für der Angel. Zweitens, weil Angel so süß war. Ja. Die ist einfach wieder da und rächt sich. Verstehst du? Zeig mir deinen kleinen Schädel. Zerplatzt wie so eine Melone. Du Blödmann. Ja, du. Weißt du was? Spiel mal damit. Nee. Oh, doch. Jämmerlich seid ihr. Oh, hoffentlich kann man die Sheriff töten. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Ich bin kein Kiddo. Ich bin der Teufel persönlich. Ich hab den einfach mit dem Griff von meiner Pistole das Gesicht zerschlagen. Nimm Gars Echo auf. Oh, ich will die blöde Sheriff kaputt machen. Tschüss. Ja, einfach das Gesicht zerkloppt. Zu Moose. Killer Marotter. Du bist kein Killer. Du bist nix. Du bist einfach nix. Verstehst du das? Ja, wie süß. Gib mal mein Schild wieder. Ja, das will ich sehen. Elite-Marodeur. Wow. Du bist aber auch eine Elite, du. Ihr seid doch nix. Ihr seid Jämmerliche. Ihr seid Abschirm. Ihr seid...
Dreck. Und der muss weg. Ich bin die Reinigungskraft. Verstehst du das? Wo hast du dich versteckt? Ah, komm, wir snipen. Ich krieg dein Bett, hä? Du kriegst mein Bett nicht, das teile ich nur immer mit schönen Frauen. Verstehst du das? Aber du... Du nicht. Hab ich nicht mal gespürt. Wir sind hier ein richtiges Arschloch in dem Spiel. Das ist aber auch knallhart, das Game, gell? 100.000% an Erwachsene gerichtet. Ja, mein Psycho-Nachtmobile. Ist das. Hier spricht der Sheriff. Dass du hier bist, kann nur zweierlei bedeuten. Entweder du suchst ein beschauliches Leben, oder ich werde zusehen, wie du dein Leben an einem meiner Galgen verröchelst. Wenn ich bedenke, wie langweilig es hier sein kann, hoffe ich auf Letzteres. Willkommen in Lynchwood. Lynchwood, ja? Und du bist ja der Sheriff. Ich leg dir auch eine Schlinge um den Hals. Und dann zieh ich die so fest, bis es dir den Hals durchschneidet. Ganz einfach. Das ist ja Hängen und Köpfen gleichzeitig. Verstehst du das, Mutti? Was ist denn nur mit dir? Willst du jetzt irgendwas behaupten und sein? Ja, mit einer Schütte auf die Entfernung wird er, du Blödmann. Weißt du noch, wie du den Kerl kalt gemacht hast? Das war witzig. Ja. So wie du. Das ist genauso witzig. Ah, du klatschst hier Köpfe. Du Blödmann. Ja, ich kann auch Dauerfeuer, wenn du das willst. Da kannst du hier rumtanzen, wie so eine blöde, hässliche... Ballerina, wie du willst, weißt du? Warum zieht ihr nicht alles im Ballerina-Kleid an? Ihr seid doch nix. Hä? Und dann könnt ihr hier so ein bisschen rumtanzen. Hä? War doch ein Angebot. Und statt einer Waffe, gebe ich euch einfach einen Regenschirm in Rosa an oder weiß ich nicht, ein Einhorn in der Hand. Plüsch-Einhorn. Das passt doch hier zu euch. Versteht ihr das? Ach so, jetzt können wir uns die Zaubertruhe nochmal holen. Das ist immer wertvolle hier. Da, wie gesagt, habe ich nachgegoogelt, weil ich es wirklich nicht gefunden hatte. Komm du erstmal in meine Liga, mein Freund. Und zwar da unten. Zack. Ja, man muss eigentlich hier runterhüpfen und so, aber wenn du ganz genau hier in der Ecke gehst und eine ruhige Waffe hast, kannst du es auch von hier treffen. Den Strom ausschalten. Und hier habe ich dann nämlich... die ich jetzt verwende, die Feuersniper gefunden. Ich spawn's hier immer mal gutes Zeug. Das ist schon nicht schlecht, gell? Aber es ist schon lange nicht mehr unseres. Guck mal, das ist alles Level 28, gell? Das ist schon hart. Und da habe ich die nämlich gefunden. So, mal gucken. Ja, klar. Oh, habt ihr das gesehen? Hättest du wohl gerne. Echt mal. Aber zu mir mal sagen, gell, der eine, was hat der, war das in der letzten Folge, hat gesagt, du cheatest. Das war jetzt cheaten. Taucht einfach auf. Einfach so aus dem Nichts. Ey, Junge, ich klau dir dein Cheatbuch. Ich musste sie loswerden. Jetzt schickt er uns wieder durch die halbe Map. Wo ist denn das? Warte.
Da war du Kino. Ja, da müssen wir nochmal über das ganze Ding hier laufen. Wo der Tokino war. Vielleicht hat Tokino jetzt auch nochmal eine Quest für uns. Ja, ja. Da zeigt's was an. Weil ich gehe fast davon aus, dass man den bekämpfen muss. Dass der übelst mutiert ist. Kann das sein? Wenn, dann machen wir das nämlich auch. Verstehst du? Gut. Das heißt, ich spawne jetzt da vorne. Ja, das fehlt halt auch unter 2. Dass du diese Schnellpunkte auf der Karte... Oh, hier. Da ist wieder eine Kiste. Ah, die will ich looten. Hinter dir, Kleine. Hinter dir. Da ist eine Kiste. Da. Mensch. Dreh dich doch um. Da ist eine Waffe mit 1 Milliarde Schaden drin. Glaub's mir doch. Gut, dann Metzel. Dann metzeln wir uns mal hier schnell durch. Iridium. Nö. Aber Sniper-Muni. Komm ran damit. Wir haben keine Zeit für so eine Scheiße hier. Wir rennen jetzt hier durch. Hört auf, die Minen auszuplündern. Iridium hat für Hyperion oberste Priorität. Wenn ihr die Bergleute überfallt und ihnen ihre Ausrüstung klaut, kriegt ihr es mit dem Sheriff zu tun. Und das wollt ihr nicht erleben. Der beste Robot aller Zeiten. Ja. Du bist eine geile Maschine. Ja. Gut gemacht, Junge. Hallo. Lass es dir schmecken. Oh. Ja, die hampeln mir mal so viel rum hier. Gut, jetzt knallt es hier nämlich. Komm. Will ich sehen. Mutter hat mich getötet. Was? Meine Mutter hat mich getötet? Hä? Was quatschst du? Ich bin definitiv nicht deine Mutter. Erstens bin ich männlich. Zweitens bist du niemals mein Kind. So scheiß wie. Scheiß Lilliputaner zerklüppt. Verstehst du? Jetzt machst du hier einen Zugriff. Jetzt knallt es hier völlig gerne. Jetzt ist nämlich Schluss. Verstehst du? Ich habe eine Antwort. Du bist nix. Jetzt ist los. Yeah.
Naja. Ich brauche eine neue Granate langsam mal, gell? Ja, das ist aber schön für dich. Ah, jetzt kommen wieder die Dicken, gell? Dann nehme ich mal die. Voll ins Maul, du Pisser! Oh. Bist du widerlich? Du Fresse! Oh, mal kurz Luft holen. Das ist eine Schlacht hier immer, da vorne. Da sehe ich etwas. Komm mal ran auf den Meter. Was auch immer du versuchst, es wird ja nicht sitzen. Verstehst du, mein Freund? Ja. Ihr denkt, oh, aber ihr könnt nicht töten, gell? Ihr werdet mich nicht kriegen, aber ich hab mich. Oh, verdammt nochmal, hä? Check. Das klopf ich auf dich ein. Die Pistole ist der Hammer, gell? Meins. Danke. Hier gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wir metzeln uns jetzt hier durch. Nein, du hast Schlimmeres verdient. Oh, hier ist irgendwie nichts los, gell? Ah, Obi, ich sehe manchmal nichts. Einzige ist halt, dass die Munition so schnell runtergeht. Ja, was nehme ich denn hier schon wieder für einen Müll mit? Wir haben schon wieder 2 Tokens. Alter, bald 3. Wir sammeln die mal wieder ein bisschen. Ah, ist so geil, oder? Warte mal.
ich muss ein Stück zurück und da irgendwie. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah ne, hier drüben. Das sind Sounds hier, ne? Glückwunsch, vielleicht. In Spanien, da regnet es Kastanien. Wir gucken mal nach, was das macht. SMG mag ich ja nun zwar nicht unbedingt, aber wir gucken nach. Borderlands 2. In Spanien, da regnet es Kastanien-Effekt. Laut Borderlands-Wiki, Fandom, in Spanien, da regnet es Kastanien. Stark erhöhter Schaden. Einzigartiges Stimmenmodul. Stark verringerte Bewegungsgeschwindigkeit, solange die Waffe ausgerüstet ist. Stimmenmodul. Aber das will ich mal testen. Komm, wir testen das mal. Die quatscht also die Waffe. Das kenne ich auch noch nicht. Wir tauschen das mal kurz. Was? Was ist denn das? Ich schleppe gerade der Ellie auf dem Rücken mit mir rum. Guck mal. Müll. Selbst wenn die übelst stark wäre, die stärkste Waffe der Welt, würde ich nie nehmen, so ein Scheiß. Und es ist lustig. Ja, wer da lachen kann, weiß ich nicht. Aber das muss schon ordentlich bumsen, wenn ich eine Waffe abdrücke. Und ich... Das ist ja langweilig. Na gut. Haben wir das auch abgeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt die Hauptmission weiter. Es sei denn, wir haben in Sanctuary. Da waren wir ja lange nicht. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? 1700 krieg ich wenigstens dafür. Okay. Ich verarzte dich. Noch eine richtig gute Quest. Die zu unserer Level vielleicht sogar ist. Wir gucken mal durch, was uns interessiert. Hier sind ja überall neue Quests. Wir waren lange nicht bei Moxie. Denn ich muss immer... Hier in der Bar tue ich nämlich, warum auch immer, meine Zielfernrohre auf Funktionstüchtigkeit überprüfen. Okay. Ja, das stimmt übrigens. Wenn ich solche Bübis sehe, da kann ich gleich aufgeben. Wenn Hyperion die Stadt einnimmt, bin ich der Erste. Ein mieser Tag in Lynchwood. Dämonenjäger. Oh, da sehe ich mich, Dämonenjäger. Ein mieser Tag in Lynchwood. Oh, kann man die Sheriff da töten? Ein Riesenskalk. Oh Gott, was will er? Was zur Hölle? Ach du Kino, das bist doch bestimmt du. Das könnte ich mir schon denken, dass wir dich irgendwann bekämpfen müssen. Oder? Das ist doch bestimmt doch du Kino. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Erzähl's nicht deinen Freunden. Ich erzähle meinen Freunden, was ich will. Das hast du, scheiß Mumie, mir bestimmt nichts zu sagen. Verstehst du das? Wir müssen es sparen. Und komm nie wieder. Halt die Schnauze, du Faltenfresse. Komm, das machen wir. Das ist... Ah, warte, und hier wollte ich auch noch gucken. Was haben wir denn da neu? Das hier oder was?
Naja, nee, ich bleib bei meinem Skin. Also bei Skins brauchen wir nicht mehr gucken. Wir wechseln aber mal wieder unseren Kopf. Oh, wollen wir das wieder nehmen? Komm, wir nehmen das wieder. Ja. Ich muss meine Firmware upgraden. Jawohl. Komm, wir machen die Tokens noch. Dann habe ich gleich wieder eine Verstärkung für meine... Ich will mal... was will ich immer sagen? Ich will mal Lilith sagen. Wie komme ich denn auf Lilith? Lilith, wer war denn Lilith? Ich bin gerade dumm. Da kann ich nämlich den Maya gleich wieder mit verstärken, weil die Statistiken zählen hier alle mit. Also, wir nehmen... Ich nehme jetzt mal den Schusswaffenschaden. Und wir nehmen... Schusstreffsicherheit. Obwohl, wie denn Treffsicherheit? Ich nehme die Ladegeschwindigkeit. So. Badass-Rang 8257, du Nudel. Verstehst du das? So, Dokino. Jede Wette, dass du das bist. Jede Wette. Oder, mein Kleiner? Oh, den blöden Zug kann ich kaputt machen. Da gucken wir später mal. Oh, hoffentlich ist unser Dokino jetzt nicht böse. Dass der uns vielleicht erkennt. Weil den hab ich gemocht, der war ja lieb. Wir waren wie eine Mama für den. Das muss der sich doch erinnern, komm. Wir müssen da runter, pass auf. Ja, ja. Das ist da unten. Da kommen wir ja relativ flott hin. Verdammt, Leute, hört auf, die Minen das wäre schade. Meine Güte. Ist das dein scheiß Ernst? Blöd, Mann. Sheriff hier. Denkt dran, ladet eure ganzen Banditenfreunde nach Lynchwood ein. Wirklich. Alpha, du bist kein Alpha-Snake. Ich schieße dir einfach Napalm in die Fresse. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Oder 800 Iridium. Normal. Ja, dann nehmen wir die Popelpistole, komm. Wir haben wieder ein bisschen was. Naja, da stampft was rum. Oh, Dokino, das bist du. Der Kleine, den wir gerettet und gefüttert und... Dokino! Hier ist Papa. Miss, weißt du noch, wie ich gesagt Dokino habe, ist Mama. Diesen kleinen Skag verlassen haben muss? Sie hat ihn wohl wiedergefunden. Ich hab gehört, Skype mit der Fresse, ihr Rekord. Boah, Dokinos Mama. Hallo. Was ist denn mit der? Das war's. Kleines Kumpel, hast du erfolgreich geerntet, Mann. Das macht dich wohl zu einer Art Ersatzmutter oder so. Keine Ahnung. Ah, da ist er doch. Lass mein kleinen Dokino. Das ist mein Kumpel. Ich
hab schon gedacht, die hat den gefressen. Ich hab das jetzt nämlich nicht ganz so verfolgt. Bin sofort da, mein Kleiner. Oh, du Kino. Du bist mein ist Guter. Ist das besser als das, was ich habe? Ja, definitiv. Oh. Guck dir den scheiß Schaden an. Ja, Mann. Du alte Bisse. Lade nach. Kino! Hallo! Dir geht's gut? Schießt sehr langsam, gell? Aber hat so viel Schaden. Was ist denn das wieder für ein Effekt? Oh Gott, jetzt muss ich mich beim Lesen konzentrieren. Borderlands 2. Bison hatte gehabt. Bison Shi Effekt. Sehr hoher kritischer Trefferschaden. Ohne Zielfernrohr. Das ist nichts für mich. Aber danke, du Kino. Alles gut. Du kannst es ja nicht wissen. Oh, ich will den mitnehmen. Als Unterstützung. Ja, guck mal, jetzt hast du hier wieder ganz viel Fleisch zum Fressen. Hier, die bösen Männer. Gell? Hier, guck mal, mein Guter. Na. Okay, ich denke mal, wir sehen uns bald wieder. Gell? Papa muss jetzt gehen. Ich würde den gerne mitnehmen. Jetzt probiere ich die Sniper aus. Verstehst du das? Die probiere ich jetzt aus. Oh. Jetzt knallt's ja nämlich. Mal wieder. Willkommen in Dr. Z's tragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Du kannst deinen Maul halten, Müllset. Bis nix. Jetzt bin ich gespannt. Boah. 162 auf Zeit. Im Schnitt. Ein Schuss. War nicht mal ein Kopftreffer. Weggeschmolzen. Jetzt machst du die Dicken mit zwei Schüssen weg hier. Oh. Scheißer Feuer, das ist meine neue Lieblingssniper. Ach, was wollt denn ihr? Hallo? Du ekelhafte Mutti. Ah, du Kino. Ich dachte schon, der war tot. Oder er mutiert oder so. Aber dass die Mutter da ankommt und den fressen will. Was ist denn das für eine komische Spezies, hä? Ich meine, das gibt's im Tierreich, aber dass das generell so ist. Oder wie hab ich denn das jetzt verstanden? Hallo? Na, du Dreck? Boah, fick dich, hat er gesagt. Na gut, ich rede ja hier genauso. Oh, yeah. Schmier einfach weg.
Planet, mein. Was ist denn mit dir? Hä? Oh, Leute, fucking noch, Baby. Ja. Ey, ist das Spiel noch geil. Ich kann nicht aufhören. Ich will ja Maximum Level alles. Ich will alle DLCs spielen. Ich wäre ja Level 1000. Komm, wir snipen noch ein bisschen. Es lohnt sich jetzt nicht, noch eine Folge anzufangen, noch eine Mission anzufangen. Ich mache wieder so um die 40, 45 Minuten. Jetzt knallt's ja nicht. Ja, versucht's doch mal, ihr Lappen. Ja, versucht's. Komm, gebt euch mal Mühe. Ich hab da schon zweimal ins Gesicht geschossen, verstehst du das? Ihr seid so richtige Helden, gell? Zeig dich. Wir sollen uns hier nichts mehr abziehen, gell? Das hast du dir so gedacht, du Blödmann. Aber die Mutter war schon hart. Kann man die nochmal bekämpfen? Nee, gell? Vielleicht kommt der Papa noch. Achtmal so groß. Boah. Das ist jetzt nicht dein Scheiß ernst gewesen, oder? Du fette Sau. Du erst. Los, die Fresse. Was ist mit meiner Fresse? Was ist denn da? Ich hab eine schöne Fresse, gell? Was ist denn mit meiner Fresse? Wollen wir wetten, dass deine Fresse jetzt schlimmer aussieht? Du Blödmann, du bist doch nix. Du Scheißmate. Nicht auf den Kopf, wo soll ich sonst hin schießen? Mit den Hoden? So. Haben wir einen Token? Komm schon. Ach, verdammt. Wegen so einem kleinen Rotzbipsel. Gell? So klein ist das Gehirn von unseren Gegnern. Da ist nichts. Verstehst du das? Okay, reicht für heute mit aufnehmen. Das heißt, ich werde den Charakter jetzt leveln, dass wir das nächste Mal zusammen wieder ein Level haben. Dann sind wir Stufe 33. Machen die Hauptquest weiter. Des Weiteren werde ich Token sammeln, Iridium sammeln. Gell? Dann sind wir wieder gut ausgestattet und lachen uns einfach rotzfrech durch die Hauptmission. Oh, weh, Engel.